Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Weiter geht's, nach einer kurzen Aufnahmepause wieder mal. Heute machen wir ganz kurz die vier NCPD-Aufträge noch hier in der Gegend. Und dann geht's weiter zu den nächsten Missionen, um wieder mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und das war's offensichtlich schon. Ja, ziemlich schnell und einfach. Cyberwehr-Kapazitätssplitzer, sehr cool. Das sind wirklich bloß drei Leute. Oh, und eine Leiche. Gespräch zwischen Toru Inagaki und Ryo Hira. Die haben mich entführt. Bin in einem Kofferraum. Scheiße, ich hab's dir doch gesagt, dass es ein Kopfgeld auf dich gibt, dass du dich verziehen musst. Hilf mir. Ich suche gerade nach dir. Wer hat dich erwischt? Scheiße. Fuck. Nicht jetzt. Hast du mich getrackt? Ja, Japantown. Ich schick dir ein paar Jungs. Sag ihnen, sie müssen vorsichtig sein. Okay. Oh, das lief dann wohl nicht ganz so wie geplant. Wie eigentlich ja immer. Wie eigentlich ja immer in diesen Cyberpunk-Regeln. So, dann weiter die nächsten 325 Meter. Fahren wir mal ganz kurz hin. Sorry! Wäre zwar jetzt nicht nötig gewesen, mit dem Auto hinzufahren, aber ist einfacher. So. Kurz speichern. Was ist das? Veteranenwache. Machen wir mal einen Töterangriff. Einen Söhnungsangriff. Hat nichts gebracht. Surrender immediately! Immediately. Enemy contact! Target wounded! Waren das schon wieder alle? Okay. Ja. Gut. Eliminierungsziel. Zahlungsstatus des Auftrages. Einmalige, vollständige Zahlung. Ziel Rick Morales. Beruf Techniker im Tiefbau. Zugehörigkeit Alecaldos. Biometrische Daten Größe 1,79. Reaktion auf Stresssituationen sehr nervös. Ziel ist hypersensibel. Risiko einer impulsiven Reaktion. Hautfarbe hellhäutig. Grund für Auftrag: Diebstahl firmeneigener Informationen zum Bau eines Maglev-Tunnels. Verkauf an externe Dritte. Okay. Noch ein Gespräch. Ja.
wenn es denn auftauchen würde. Gesprecht sich mit Rick und unbekannt. Nein, ist zu wenig. Wie viel zu wenig? Wer doppelt den Preis? Für einen kümmerlichen Splitter? Wenn es euch nicht passt, geht halt selbst in den Tunnel und sucht euch euren Weg dadurch. Und ich weiß, dass ihr alle Kalos seid. An Kohle mangelt es euch definitiv nicht. Du bist doch auch ein alter Kaldo. Das war ich. Also, Deal oder kein Deal? Deal. Ja, ist das Gleiche. War auch ziemlich einfach und kurz und schmerzlos. Und da drüben ist auch irgendwas los. Nee. Okay, dann mal wieder zurück zum Auto. Und dann geht's gleich weiter. Das aussieht, können wir die ganzen vier Aufträge in einem Rutsch durchmachen. Also in einer Folge. Also hier irgendwo rechts drin. Na, coole Bäume. Aber schöne FS-Einbrüche hier. Wegen den Bäumen. Wieder speichern. Die könnten vielleicht ein Problem werden, wenn die Polizei da ist. Schön wieder stealth und still und heimlich. Wieder ein Gespräch zwischen Carl und Molly. Wir haben Tanya gesehen, mit den Tigers. Sie hat uns verraten. Deal jetzt für die Mall. Shit, ich schick noch einen Suchter bloß, weil ich mir Sorgen um die Schlampe mache. Tanya, du Fotze. Dicke die Mutter. Dick die Mutter. Ah shit, sorry. Es ist auch noch Molly. Tanya, die Fotze. Dick die Mutter. Ah, fick die Nutte. Chill mal. Wir kümmern uns drum. Jo, wir haben sie. Hey, vielleicht sollten wir sie nicht umlegen. Vielleicht hat sie ein paar nützliche Infos für uns. Scheiß auf die Fotze, ich will, dass sie verreckt. Ich reiße ihr die Infos hinterher persönlich aus dem Schädel. Statue, ein Exemplar. Kill diese verfickte Verräterinnen-Nutte. Okay. Lief ja gut. Tanya und Andrei? Hör mal zu, ich deal nicht mehr für Maelstrom. Seit gestern arbeite ich für die Klaus. Ist das eine kluge Entscheidung? Du hast echt keinen Scheiß. Die Bezahlung ist besser, viel besser. Ein schickes Apartment und Schutz. Nur ein Idiot würde da Nein sagen. Hoffe, du hast recht. Wir werden sehen. Warum haben sie dich überhaupt gefragt? Beziehungen. Und mit mir kommen sie an neue Kunden. Ja, was sehe ich? Hat geklappt.
Tanya und Heihachi. Heihachi. Ich habe Ads und mit Maelstrom schon eine verlässliche Quelle. Was könnt ihr mir da schon bieten? Edis. Eine Quelle? Zuckerschnute. Maelstrom spielt im Vergleich zu uns in der Amateurliga. Wenn du für uns arbeitest, bekommst du ein Haus in Charter Hill und ein paar Idioten, die deinen Scheiß für dich erledigen. Wieso ich? Ihr seid die Tigers. Ihr geht bei den Konzernanzügen doch ein und aus. Was wollt ihr von so einer Amateurin wie mir? Die Anzüge haben wir in der Tasche, stimmt. Aber wir kommen an ihre Kids nicht dran. Und diese verweichlichten Biolutscher sind ein ziemlich lukrativer Markt. Was ist mit Maelstrom? Kriegst auch ein paar Mietmuskeln. Schön, wie alle Deals eigentlich hier immer nicht klappen. Alle Deals zwischen irgendwelchen Fraktionen oder Leuten und Firmen funktionieren hier absolut nie. Kommt mir zumindest so vor. Weil ganzen Leute einfach bloß sterben. Okay, ganz kurz. Hier im Wildblue Hotel müssen wir ganz kurz mal was schauen. Hier unten ist irgendwo eine Bar. Aber jetzt wahrscheinlich nicht rein. Wildblue Hotel am Spa. Oh, das sieht ja spannend aus hier. Hello, I was just on the line with Candace, but the call dropped. Go back to your suit. Okay, nice place, quaintly slick. Nice place, nice people who behave, who pay. No tolerance whatever for individuals from Watson. Generating a damn molecule. Mann, kurz einen Drink gönnen. Appreciate it. Thanks. How's it not covered? Na, gar nicht mal. A faulty implant? Nice. So what if I take meds? What's the pressure? Schaust du mir jetzt die ganze Zeit in die Augen? Der letzte Schluck. Vielen Dank. Bis ein anderes Mal. Yes, I'll wait. Yes, I'll press one to speak to an operator. Der andere ist irgendwie in der schwarzen Schleife. Das so. Alles gut, Kumpel? Hier kann ich gar nicht reden mit ihm. Alles ziemlich schick hier. Avante si parla moda. Mal schauen, neue Kleidung. Ah, schön. Schön habt ihr es hier. Where are you from? Und der Boden ist ein bisschen weird. Stuck on where to take my style. Anything you'd recommend? Your eyes remind me of autumn. Might I suggest a piece from Chiaki Kyoto? Okay, dann lass mal schauen. What's good here? Whatever you desire. Chiaki Kyoto. Gibt's wahrscheinlich gar nicht. Ist auf jeden Fall ein bisschen eine preiswertere Kategorie hier. Mal vorschauen schauen. Ja, nee. Vielleicht so ein Kaleid. Hat
Zwar was? 1900? Why not come? Lady in White. Oh, das hat auch Style. Vielleicht brauchen wir irgendwann mal für eine Party ein bisschen eine andere Kleidung, die ein bisschen förmlicher ist. Okay, das passt auch ganz gut. Nehmen wir auch mal. Ja gut, Sonnenbrillen gehen sowieso eigentlich immer. Oh shit, ich müsste sowieso eigentlich mal schauen, dass ich wieder mal was Neues an Outfits zusammenstellen würde. Und da wieder mal ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Gut, sowas passt natürlich auch sehr gut. Dann lieber das Blaue. Alright. I'd like to use your services. Lass mal kurz schauen. Verfügbare Kleidung. Ah. Was haben wir da alles? Das wäre ein bisschen förmlicher. Haben wir, glaube ich, noch nie getragen. Das haben wir, glaube ich, auch noch nie getragen. Ja gut, ich mache das dann mal offline, wenn ich ein bisschen Zeit habe und stelle mal ein paar neue Kleider zusammen. Also... Fuck, do I know you? Nee, nee, kennst mich nicht. Also neue Kleidungsstile sozusagen. Unser Auto steht da drüben. Na, steht das da oben. Und dann einmal rundherum. Okay. So geht's auch. What the fuck? Habe ich es markiert? Ja, ich habe es markiert. Und ab dahin. Wieso sind keine Autos hier auf den Straßen? Weird stuff. Hier da oben. Neutralisiert die Bedrohung und sichere Beweismaterial. Ach, ganz da oben. Wie kommt man denn da hoch? Vielleicht kann man die von hier snipen. Oder so. Das war bloß eine Drohne. Okay. Sehr weird. Kendashi Micro 76 Info Protokoll. Datei öffnen, mein Lauschen. Herunterladen, mein Lauschen. Warnung 8850. Antipersonenmaßnahme. Ja, interesting. Auftrag. Auftragsart Datendiebstahl, Brandon Halls, Haus Subnet. Details. Bei diesem Auftrag geht es um Politik. Der Kunde will von uns Daten aus dem Haus Subnet von Brandon Holt. Das war doch der Bürgermeister, der da gestorben ist oder angegriffen wurde. Du kennst den Nachnamen. Er ist Weldons Cousin. Der Weldon, der gerade Bürgermeister werden will.
Scheinbar ist das Ganze ein Familienunternehmen. Brandon ist Teil von Weldons Wahlkampfteam. Scheinbar reist dieses schwarze Schaf der Holz ab und zu nach Mexiko, um sich etwas abgefuckten Spaß zu gönnen. Diese kleinen Abenteuer nimmt er dann auf. Mein Kunde scheint sich sehr für die Aufnahmen zu interessieren und will sie gerne haben. Also hol sie für ihn. Okay, und die Drohne hat ihn aufgespürt und umgebracht. Aber er dreht offensichtlich wie dies. Verbrechensmeldung im nächsten Kreis der Hölle. Finde Dantes Unterschlupf. Hä? So, gehört das jetzt zusammen mit diesem Auftrag oder wie? Und das ist hier Holden irgendwas. Könnte sein, ne? Ja, 450 Meter. Hi. Danke. Ja, dann nehmen wir das Auto wieder. Und fahren dahin. Ich meine, 450 Meter sind 450 Meter. Das nehmen wir noch in diesen Part mit hinein. Mal schauen, was wir da jetzt finden sind. Vielleicht XPDs könnte es gut sein. Weil die Aufnahmen vielleicht woanders sind. Was das zusammen gehört. Habe ich jetzt zumindest so verstanden. Wer auch immer Brandon ist. So, ne, Brandon ist der Holztyp. Das war's. Okay, irgendwie läuft da manchmal etwas nicht so flüssig. Sorry dafür. Beim letzten Mal lief es eigentlich flüssiger, das Spiel. Was ist das hier für ein Aufzug? Wo geht er hin, Markt? Markt und Straße? Also ist der Kabuki-Markt, kann es sein? Tiger Claws. Schauen wir vielleicht nachher mal an. Alter, überall andere Musik. Das ist schrecklich. Aber coole Graffitis. Known on. Okay. Interessant. Fertig, ein Splitter Netrunner. Quick Hack Komponente. Ausdauer Booster. Und Computer. Zwei Nachrichten. Fühlst du dich heute Nacht einsam? Okay, Werbung. Dante an Zhang Hun Nam. Was meinst du damit? Wo bist du? Oh Gott, Dante, ich weiß wirklich nicht, was ich da... Ah, meine Güte. Ist das nicht ein binärer Zahlencode, den man jetzt wahrscheinlich entziffern könnte? Sorry, interessiert mich gerade. Eins und Nullen. Ich google das ganz kurz. Ja. Ein binärer Zahlencode. Übersetzer. Gibt es das? So. Ähm.
Wir sehen es gleich wieder. Ich schau kurz, ob ich da irgendwie was finde, dass ich hier mit der Kamera irgendwie ein Foto machen kann, das einfügen kann irgendwo. Wir sehen uns gleich wieder, kurzen Moment. Alright, da bin ich wieder. Ich habe gerade nichts gefunden, wie ich das Ganze übersetzen hätte können. Hast du jetzt alles selber eingegeben? Aber ich habe jetzt beim Cyberpunk-Wiki geschaut. Und da steht dann: Help me, you gotta help me, they trapped me. So, Hilfe, Hilfe, du musst mir helfen, die haben mich gefangen. Und dann geht's hier unten weiter mit: In the net, it was Soul Killer, help. Also im Net war es Soul Killer, hilf mir. Aber was wir jetzt damit anfangen können, weiß ich auch nicht. Wirklich? Daher, ja, hat sich das Ganze jetzt nicht gelohnt, nachzuschauen. Aber gut. Jetzt ist bloß die Frage: Lebt denn dieser Ante noch? Oder wie hieß er? Naja, werden wir wohl nie erfahren. Aber somit vielen Dank fürs Zuschauen bei Cyberpunk 2077 und bis zum nächsten Mal. Tschüss. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues: sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.